Ferraculum 2016. Auch dieses Jahr, heuer in Zusammenarbeit mit der tschechischen Schmiedeschule Turnov, wird ein Gemeinschaftsprojekt der Schmiede erstellt. Entwickelt wurde es von Marek Berker und Philipp Paton. Ganz nach dem Motto In Balance auf dem Radweg sind es zwei riesige Fahrradskulpturen. Da hat es schon ein Gespräch gegeben beim Weihnachtsmarkt in Ipsitz und so. Schaut der männliche Typ dann aus, gell? Der wird aber 3 Meter hoch. Und dann gibt es dazu auch noch die weibliche Figur. Die wird beim The Bible, wie könnte das anders sein, geschmiedet. Und das ist der Herr, der wird in der Tannhäuser Schmiede gefährt. Die werden wir irgendwo Richtung Weidhofen hinstellen, einen Radweg entlang. Aber noch ein zweites, sehr spannendes Projekt verrät uns der Bürgermeister und öffnet seinen Laptop. Das Balance-Projekt von Vasil Gudjuma verspricht mit seiner ausstrahlenden Ruhe Kontemplation in Vollendung. Ferraculum 2016.